So wird mein Gegner los. Ja. Tja, nächstes Rätsel. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Ja. Wenn es auch wieder das erste, wenn es auch wieder vom System her dasselbe ist. Ja. Hoffe ich. Hey, ist es nicht. Ich mag ja Rätsel, aber hier ist es irgendwie. Yo, so. Brofist. Oh, jetzt darfst du der Reihe nach alle anzünden. Oh, der richtigen Reihe nach. Ja, ich glaube, ich muss einfach nur alle anzünden. Der Herr? Das ist sowas wie Fackelmappen. Ach, das Geräusch sagt, dass es falsch war. Ja. Okay, woran kannst du das festmachen? Wir müssen einen Weg gehen. Schätze ich mal. Zack. So, was sagt das Symbol? Gute Idee. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Steht sogar übersetzt da. Geil. Vielleicht sollst du ein großes Kreuz machen. Im Namen des Vaters und des Sohnes. Oben, unten. Links, rechts, oder? Genau. Ha, und dabei bin ich noch nicht mehr Christ. Rechts, links, das Herz zuletzt. Fuck. Oben. Wie kommst du da? Kann ich schwimmen? Ah, ich muss in die Mitte und dann wieder auffüllen. Ich wollte interagieren. Danke, Spiel. Danke. Patri. Filius. Glaubst du, na, der hüpft ins Wasser? Ja. Jetzt ist die. Und wo fängst du denn an? An der Stirn? Ja, genau. Dann muss ich hier nach rechts. Also, wenn es das ist, dann haben wir es relativ schnell verstanden, würde ich sagen. Ja. Ja, perfekt. Scheint wohl ganz so zu sein. Wir haben aber wieder beim Katholizismus. Ja. So. Hui! Spiritus Sanctus, Amen. Schon wieder? Ja. Was für ein Apparat ist das? Es ist aus Licht gemacht, genau wie die Karte. Hä? Wovon spricht er jetzt gerade? Vom Geist. Aber er hat ihn doch gar nicht gesehen. Doch. Bevor er ihn gerufen hat. Ja, gut. In den letzten Kartenraum schleichen. Schleichen wird groß geschrieben. Nicht bei mir. Nee. Ja, aber danke. Leo hat andere Prioritäten. Oh, gleich Wasser, cool. Ja, ja. Ich wollte meine Fackel eigentlich behalten, aber. Gleich Kopfstoßen. Ach du Schande. Oh, okay. Na, schau dich vielleicht erstmal um, bevor du ganz runterkletterst. Ich will ja. So geht eh nicht. Kletter mal ein Stück noch hoch. Nein, will ich nicht. Ich will ja nicht hoch. Jetzt siehst kannst du dich erstmal umschauen. Alles Kacke. Alles Kacke. Ich will runter. Lass mich runter. Alles gut. Das letzte Rätsel lösen. Gibt ihm dann diese Kusche. So. Na bitte. Okay. Sie aufgeladen wurde, leuchtet sie im Dunkeln. Okay, da oben machen sich die Bilder breit. Was ist das? Ein Löwe? Ein irgendwas? Ein Vogel? Nee, die Sonne. Sonne. Vielleicht wie hoch die sind? Ah, wahrscheinlich muss ich das Höchste zuerst drücken. Probiere ich mal mit dem Höchsten zuerst. Weil dann bewegt sich es nach unten. Ich glaube, wir müssen. Wait. Let's see, what? Wieso kann ich es nicht drücken?
Vielleicht musst du hinklettern. Ja, jetzt kommst du da halt noch nicht mehr hoch. Oder kannst du da noch hochklettern? Schauen wir doch mal. Schauen wir doch einmal, ne? Ah! Ach, man muss sie leuchten lassen. Okay. Man muss halt richtig oft drauf drücken. Leuchtet's? Nein? Doch? Vielleicht? Nee. Dann nochmal draufhauen. Nee. Warum nicht? Jetzt aber. Es leuchtet. Da müssen wir wahrscheinlich dreimal draufhauen. Eins. Oder nur zweimal? Zwei. Nee, drei. Ja, doch. Nee, doch. Ha. Drei. Wow, was für ein Rätsel. Ich bin... beeindruckt. Druck. Das war Absicht. Pun intended. Well done. Well done. Weldone. Weldone. Okay. Der Geist. Es gibt ihn. Der Geist. Rechts. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich wieder hier raus. Vermutlich. Vermutlich. Das war jetzt aber kein sonderlich imposantes Rätsel. Nee. Also, wirklich. Also noch nicht mal für mich, ja? Ich glaube, das größere Rätsel wird... Ach nee. Gar nicht mal so großes Rätsel, wie man hier rauskommt. Ich habe mich einfach nur dumm angestellt. Das passiert auch einem Leo mal. Ja, tatsächlich. Und ihr wart live dabei. Also nicht live, aber ihr wart dabei. Ihr könnt euch gerne vorstellen, dass es live war, aber es war nicht live. Tja, ist ein Pech aber auch. Aber ihr wart dabei. Aber ihr wart dabei. Das klingt gerade, als würdest du deine Zuschauer vertrösten wollen. Aber ihr wart dabei. Alles gut. Ja. Ach, da muss ich hoch. Da muss ich da ich links ganz rüber. Nach Hause. Also R2 nix. Sicher. Ja, Lukas, R2. Kappa! Oh, die Flerk, Flerk, na, bitte nicht. Fläger. So stark, stark, stark wie ein Tiger. Tiger und so groß, groß, groß wie eine Giraffe, so hoch. Hoch. Und die springen. Springen, springen in das Warum? Wasser. Warum? Und es wird immer krasser. Nasser. Warum krasser? Ja, das Spiel. Es wird immer krasser. Oh Gott, die Kamera! Die macht, was sie will. Die Kamera macht, was sie will. Wo ist denn das Ölzapfen? Ich brauche Öl. Wahrscheinlich das unter dir. Ja. Hier, ich muss das finden. Da, das Schloss. Nun zum goldenen Schlüssel. Okay, wo musst du hin? Ich muss hier wieder raus. Ach so. Das heißt, wir hinterlassen es so, damit Napoleon noch ja weiß, wo er hin muss. Ja, genau. What? Und wir gehen jetzt einfach wieder raus und zu Napoleon. Warte mal, kann ich das schneller machen? Kann ich das vielleicht schneller machen? Kann ich vielleicht ein bisschen cheaten? Nein! Ah. Tja, hier das Schloss von Regel. Jetzt muss ich hier wieder raus. Ja. Oh mein Gott. Ihre Truhe ist voll. Sie werden kein Einkommen mehr vom Café-Theater erhalten, solange sie die Truhe nicht leeren. Ja, da geht's, glaube ich, nicht weiter. Mhm. Ging's denn raus? Da links. Boah, der fliegt immer geradezu irgendwie so seine Hindernisse hoch. Ging's raus. Hier ging's raus, 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 raus. Gib mir die Truhe. Die ganze, alles. Ja, nehme ich mit auf Backpack, Mann. Guck mal, die war besser als die goldene unten. Stimmt auch wieder. Jo, wir haben 107.000 Livre. Boah, das ist schon ein A voll, ne? Oh ja. Hä? Warte. Was denn? Ausrufezeichen. Achso, und das sah gerade aus, als wäre es ganz in der Nähe, dabei ist es irgendwie am anderen Ende der Map.
Es ist am anderen Ende des Anus. Das ist sehr schön gesagt. Danke. Venus. Wer Anus sagen kann, muss auch Venus sagen können. Ich bin komplett am Anus. Das ist dein. Oh. Aua, 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 aua. Ganz doll, aua. Wow. So, ich wollte eigentlich nur das Wappen hier holen. Schmerz. Ich wollte eigentlich nur das Wappen hier holen. Ah, schön. Yay, Wappen. Warten, Wappen, ha? Was war das? Und ich bin entkommen. So ein Pech aber auch. Für dich. Was denn? So Krämpfe im Unterkiefer? Nee. Ist normal. Achso, okay. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Ach, da war die Leiter. Tada! Du siehst mich nicht. Ah, leider wohl doch. Wir können uns entscheiden, dass du mich nicht gesehen hast. Perfekt, super, danke. Ah. Once I was a revolutionary like you, but then I took a guillotine flint to the knee. Oh, falscher Ausgang. Oh. Au. Au. Yeah. Oh. Hm, doch nicht, ja. Meisterhafte, perfekte Parade. Wow. In your knee. Falscher. Face. Oder so. In dein Gesicht. In dein Gesicht. Kann das sein, dass... Das geht also ich kann mir gut vorstellen, dass so gerade auch Beleidigungen auf Schweizerdeutsch nicht so ernst zu nehmen klingen. Dafür gibt es uns Schweizerdeutsche Beleidigungen, die echt mies sind. Habt ihr das gesehen? Du bist... Nein. Ha, jetzt ist es ihm auch mal passiert. Da. So. Ich bin durch und durch gerammt, okay? Ja. Das war eine. So viel Wucht hattest du. Das war eine. 109.000. Das war eine erweiterte Physik-Spezial Phänomen, in dem all meine Atome, die zu mir gehören, durch all seine Atome durchgegangen sind. Weil das sie nicht auf einer anderen Frequenz sich. Das passiert einmal im Universum. Und es ist halt gar nie passiert. Ja. Das ist halt blöd in der Situation. So Pech aber auch. Bonjour. Was hast du denn getrieben? Gar nichts. Hast du das Schloss gefunden? Ja, es fehlt nur der Schlüssel. Weißt du noch, der Soldat mit der Kiste von dem kleinen Kommandant? Ich habe ihn gerade auf dem Markt gesehen. Merci. Und ich hatte gesagt, du bleibst hier, oder etwa nicht? Oui, Monsieur. Ah, witzig, weil in der Mission davor hat er gesagt, oui, Monsieur. Ich wette, das war als kleiner Witz gemeint, aber er war schlecht und wahrscheinlich hätte ihn keiner mitbekommen. Und das haben wir wenige. Ja. Ich habe ihn mitbekommen, der Lukas hat ihn mitbekommen. Und natürlich ihr auch alle, die jetzt zugeschaut haben. Ja. Wahnsinn. Weil wir alle so unglaublich aufmerksam sind. Okay, es gibt keinen Eingang zu diesem Hinterhof. Das erinnert mich so ein bisschen an hier, How I Met Your Mother. Oh nein, was soll dein Zuschauer sagen? Ja, genau. Robin Schabatzky. Genau. Das fand ich einen ziemlich guten Gag eigentlich. Ziel lokalisieren. Nun führe mich zum goldenen Schlüssel. Hey, ich habe ihn schon gefunden. Mich, wenn ihr etwas Ungewöhnliches seht. Ja, Herr. Ja, Herr. Natürlich, Herr. Das sind diese türkisen Leute da links? Das sind die Türkisen. Die Türkisen. Türkisen. Echt jetzt? Ja. Oh, sie tragen Säbel, das sind vermutlich... Das sind die Türken aus Isengard. Logisch, dass ich da nicht früher drauf gewassen. Nee, es gibt... Kennst ja Isengard aus Herr der Ringe, ne? Ja, logisch. Ja. Und, in Mittelerde gibt's auch ein Türkei irgendwo. Sicher.
Ja, und die, die damals aus der ehemaligen Türkei ausgewandert sind und nach Isengard gegangen sind, das sind die Türkisen. Okay. So ähnlich wie die Deutsch-Türken sind es halt die Türkisen. Sicher, dass es nicht Leute aus Türkei sind, die nach Island gezogen sind? Nee, das oder meinst ja, du? Das wären ja. Das wären ja. Inseltürken, nein. Islandtürken? Nee, Türkländer? Was? Türkländer? Island? Türkei? Türkländer? Ja, ja. Weiß nicht. Islandskai? Iskai. Iskai. Das wären die Iskai. Oh je. Lukas, was machen wir? Uns zum Affen? Ja. Unter anderem. Aber das können wir sehr gut. Oh ja. Alter, nein. Warum? Warum? Hat sich gerade angeboten. Nein, hat sich nicht angeboten. Du Aff. Sowas bietet sich nie an. Oh, ich glaube, der hält ihn gerade. Oh ja. Ja, aber ich soll ihn ja nicht töten. Yep. Ich soll ihn verfolgen. Oh, verdammt. Das war gerade eine schöne Sequenz. Sah schön aus. Mhm. Sehr schön. Die aussieht, die Dame. Ist doch eine Kamera. Perfekte Kamerafahrt. Wie lange sollen wir dich noch verfolgen, Monsieur? Solange bis er an seinem Ziel ankommt. Feinde auf Dächern getötet. Oh, sollte ich noch jemanden töten? Ohne Probleme. Ja. Habe keine Angst, Lukas. Ich habe alles unter Kontrolle. Leiche, zeig dich Unhold. Dieses Wort, Unhold. So. Gibt's da auch Endhold? Was? Ne. Unhold, Endhold. B-Hold. Inhold. Verhold. Zerhold. Gerhold. Jetzt weiß ich, wie der Name Gerald entstanden ist. Nee, ich glaube, das ist anders. Das war. Ah, Mann, echt jetzt. Ich spiele nicht recht. Fuck. Das war ein alter Deutscher, der Geralt. Ich bin traurig. Weil Ger steht für Germany. Ja. Und Alt steht für Alt. Alter, sind da viele. Bist du jetzt nicht endlich mal da? Aber sind keine Deutsche, oder? Was? Das sind aber keine Deutsche, also keine Geralds. Yay. Das sind Franzosen. Das sind Franze, die Hosen anhaben. Franzosen. Du, das ist nicht so weit hergeholt wie Geralt. Weil es gibt die Sans-Culottes in Frankreich. Okay. Alter, wieso? Wieso steht denn der da immer noch? Ich weiß es nicht. Schmeiß mal irgendwie eine Lärmbombe hin. Nein. Oder so. Ich bin hier auf einer Mission. Na also. Boah, der hat sich doch viel Zeit gelassen. Ja, hat er. Manchmal muss man sich jedem Zeit lassen. Jetzt muss ich da hingehen. Und das Ziel ins Haus schleichen. War nicht gerade irgendwo ein Fenster offen? Ja, genau da. Schön. Was hast du diesmal für mich? Silber. Fast eine ganze Tonne. Gib es mir. Der Kommandant ahnt noch immer nichts. Er hat Geschäfte in Paris. Die übliche Summe plus eine Beförderung. Très bon. Es ist mir immer ein Vergnügen. Komm her, du Male. Ich zermache. Great. Boah, das blendende Licht war jetzt gerade schon ein bisschen störend. Ah, sehr schön. Nein! Hä? Nein! Kacke. Spielt nach unseren Regeln oder sterben. Ach, ich muss ihn töten. Ich dachte, ich muss ihn jagen.
Sonst hätte ich ihn fangen, schon. Ich hätte ihn schon von oben getötet, dann. Ich weiß ja nicht, dass ich ihn auch töten kann. Alter! Oh, Schande. Er hat in seinen eigenen geschossen. Du wirst im Kerker verrotten! Das wird. Was? Achso, nee, ich will nichts kaufen. Sag mir, wo sich die Truhe mit dem goldenen Schlüssel befindet, oder deine Machenschaften kommen ans Licht. Ich bin nur auf unverfänglichen Profit aus. Wie eine Ratte auf Äpfel? Woher weißt du? Sicherlich wird der Vergleich für den Kommandant sehr aufschlussreich sein. Die Truhe wird in den Höhlen bewacht. Hier. Merci. Und nun geh mir aus den Augen. Ah! Mal sehen, ob der Schuster sein Geld wert. Oh, verdammt. Ja, mit ein bisschen außenrum Strecke. Aber die Roten sehen dich sehr schnell, oder? Komm ran, du Hund, wenn du dich traust. Wenn er sich traut. Ja, er hat sich getraut. Yeah. Nice. Ich hab's jetzt? Irgendwie. Ich bezweifle jetzt so ein bisschen, dass du da lang musst, aber. Hier ist die Treppe. Mhm. Ich hätte schwören können. Siehst du, ich habe ihn davon abgelenkt, dass er da weiter steht. Ja, Lukas, das ist genau das, was ich wollte. Katakomben! Das ist die Frage, wo du hin musst. Beenden wir das jetzt! Einmal den töten. Und dann lässt er mich in Ruhe. Ja, okay, so lässt er mich auch in Ruhe. Naja, wer tot ist, stört nicht mehr. Außer vielleicht durch seinen Geruch. Oh, voll in die Wand rein. Keine Gnade. Okay, wir müssen eine Etage tiefer. Anscheinend. Au. Okay, was war das jetzt? Ich habe ihn erstmal vorbereitet. So, na, ja, da stehen. Ja. Genau, Lukas. Ganz genau so ist es passiert. Wer bist du? Hui. Dein schlimmster Tod. Wait. Albtraum. Ach, jetzt hab ich den Text schon wieder vermacht. Okay, können wir bitte nochmal? Oh, guck mal. Ja. Zuck. Das versteckte Plünderer finden. Nichts einfacher als das. Ums Eck kommst du nicht, gell? Ach, Kacke. Hallo? Bürger, halt. Oh, eine goldene Kiste. Sie, was sehen recht? Meine entzückten Augen? Ich hab B gedrückt, Mensch. Glaubst auch nur du. Ja, das tue ich auch. Ah, schon wieder zwei geworfen. Oh Mann. Jetzt hab ich keinen mehr, das ist kacke. Scheiße. Laufen ist nutzlos, das sagt ihr. Ein Duell, Monsieur. Duell? Ihr wisst hoffentlich, was Duell ist, ne? Einer gegen einen. Oh, oh mon Dieu. Das war knapp. Hey, das ist der richtige Weg. Yay. Ich hab eine Ablenkungsgelegenheit. What the hell? Shit. Ob das so Absicht ist? Servus. Jetzt hab ich ihn. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl. Way too much people. Hast du noch einen Berserker gefallen? Shit. Schön. Oh, fuck. Okay, jetzt bin ich durch den Arsch. Ja. Ja. Yeah! Wow. Fresse!
Nein! Shit. Willst du? Ja, gerne. Zum ersten Mal nach 2 Stunden. Verdammt! Ich mache jetzt vor allem Sorgen um die Steuerung. Hm. Ich will es noch auf die Reihe bekommen. Alles ganz einfach. Du musst dies machen, das hier und jenes zu tun und dann machst du dann das und das und jenes. In Kombination mit folgendem? Genau. Ja, genau. Ah. Man. Ist das nicht schön? Du kannst viel besser schleichen, deswegen habe ich dich dafür gewählt. Genau. Wie du das machst. Von Anfang an war das eigentlich der Plan. Aha. Ja. Nur deine Begeisterung für das Spiel kam dir dabei in die Quere. Ja. Geht nicht. Nee, deine Laterne ist voll.